Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum neuen Video. Ich habe für euch heute wieder ein Tutorial-Watch Minecraft. Und ich werde direkt vorab sagen, wenn ihr dieses seht, wenn ihr den gleichen Perspektivenaufbau seht, dann nicht erschrecken, ich nehme an einen Tag auf. Ich habe heute auf Arbeit Ideenschub gehabt für meinen Kanal. Also auf Videotechnik, was ich gerne basteln mit euch will oder möchte, eher gesagt. Und es sind insgesamt 2 Zettels rausgekommen. Wer was gelesen, wer was gesehen hat, der wird sich auf jeden Fall schon mal freuen. Der kann sich jetzt schon mal freuen. Und heute fangen wir an, ich gehe natürlich von Liste zu Liste. Heute fangen wir an mit Flipbook mit vielen Klappen. Also, ich vom Material schalte euch noch kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, ich habe mir schon Cardstock hierher geholt. Nice. Und die Perspektive ändern. So. Genau. Ich habe mir jetzt 2 Stück Cardstock in 25x35 rausgesucht. Wenn ihr andere Größen habt oder kleinere, dann müsst ihr das umrechnen, wie ihr es am besten wisst, mögt. Entschuldigung, mögt. Und wir benötigen das Falzbrett, das ist nur das Falzbrett. Und wir benötigen auch nachher noch das Schneidebrett. Aber später mit. Und ich sage jetzt vorab schon mal, es kann ein paar Cuts geben. Nur vorab. So. Denn wir falten jetzt das lange auf der langen Seite nur bei. Wie habe ich das ausgerechnet? Ich muss jetzt einmal überlegen. Bei 10, bei 30, bei 20, Entschuldigung, und bei 30. Ach, da brauchen wir doch noch einen. Sorry. Nee, doch, wir brauchen noch 2. Ja. Das Ganze machen wir auch hier nochmal. Zehn. Und 30. Schneidbrett brauchen wir später, um das Papier zu schneiden. So. Dann klicke ich. Ach doch, wir müssen doch. Wir müssen doch. Aber. Das sehe ich euch gleich. Ja, wir müssen. Und zwar schneide ich jetzt auf der breiteren Seite 1,5 Zentimeter. Ja. 1 Zentimeter ab. Das ist wirklich nur so ein
Pfütze-Ding. Aber der wird nicht weggeschmissen. So. Ach, und hier auf der Seite muss man es auch nochmal auf einen halben Zentimeter schneiden, meine ich. Dann quasi, dann kann man nämlich ganz leicht. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt? Ja, jetzt kann man es. Dann habe ich hier die Bindung und die wird später hier angeklebt. Da schneiden wir aber auch noch was weg. Aber dazu gleich mehr. Das mache ich mal eben. Zentimeter weg. Dann müssen wir nur einen halben Zentimeter weg machen. So. Das Knötchen. Hier. Und hier. Einmal noch. Doch, wir müssen da auch nochmal anderthalb wegschneiden. Ja, da mache ich einen halben, aber jetzt normalerweise halb. Ich mache jetzt einen Zentimeter. So. Das ist die kürzere Seite. Und wir verbinden diese Beine jetzt zusammen. Dann hat man noch ein bisschen Platz zum Dekorieren. Hol einmal kurz das Salzklebeband. So, haben wir jetzt so ein Kleber. Und jetzt nehme ich mir diese Seite, wo die Kürze ist. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie nicht auf die Falte klebt, sondern vor der Falte. Dazu nehme ich das am besten auf den Rücken. Guck, dass ich gleich bin und schon haben wir so ein kleines Büchlein erschaffen. Eine Art Softcover. Wenn man es aufmacht, dann kann man das hier schon sehen. Genau, und hier kann man eben halt Taschen und so explizit ankleben. Ich werde mir jetzt einmal in mich gehen, was ich da ankleben will. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Designpapier jetzt erstmal suchen. Irgendwo, was ich da an Designpapier drauf haben will. Und dann suche ich Dekoration und Taschenelemente. Also, bis gleich. Ich habe papiertechnisch jetzt was gefunden und habe ich hier neben mir einen Karton und da waren noch lose Blätter drin von 30x30 von Action. Die werde ich jetzt zurechtschneiden. Ich gucke jetzt mal,
wie viel ich brauche. Also, das sind 9. Ich würde aber 8 machen. Also 8. Was hat man hier? Dann würde ich hier 9 machen. Also wir brauchen insgesamt 9. Oh Gott. Doch. Hier 9. 9. 9. 9. So 9, ne? Also 4 mal 9. Du bist ja eigentlich immer die gleiche, ne? Mal 24, also 9 mal 24, das mache ich jetzt also 4 mal mit dieses Papier hier. Und dann 24 bekomme. Ich bringe jetzt auf 6,4. Das kann ich doch. Das ist was. Okay. Ich kriege ja nur 3 Stücke drauf. Ich schneide mal zusammen Papier, da bin ich gleich wieder da. So, so klebe ich das jetzt auf. Und jetzt muss das runter. Egal, Pads oder Gewinner zuerst ist. Machen wir heute Pause. So, Designpapier klebt. Und hier habe ich mir jetzt überlegt, dass ich diese beiden Teile auf 8 trimme. Dann habe ich weiß, Kraft, weiß, Kraft, weiß, Kraft. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Wie gesagt, das kriege ich jetzt auch nochmal auf und dann bin ich auf jeden Fall da. Sehr gut. Und wenn wir es aufschlagen, haben wir direkt das hier. Ich habe direkt eine Idee gehabt. Ich muss gucken, ob die von der Breite her passen. Ein bisschen schmaler. Und dann muss ich da was anderes tun. Nee, ich mache mir jetzt mal Gedanken. Also das sind jetzt mit viele Klappen, ne? Hier kannst du klappen, hier kannst du klappen. Dann hier. Ach ja, hierfür müssen wir auch noch die ganzen Papier haben. Ja. Ich denke mal, es werden jetzt in 2 Teile. Weil, wie es so unschwer erkennen ist. So. Für da will ich jetzt auch nochmal Designpapier machen. Für hier und einmal für die Rückseite. Dann zeige ich euch. Dann zeige ich euch die Idee, was ich in meinem Kopf habe. Also, dann bis gleich. So, DSP oder Designpapier ist drauf.
Zwar habe ich, ja, wie ihr gesehen habt, habe ich ja von den Lospapier. Von dem habe ich hier das von Tele verwendet. Das sind auch nicht mehr viele, das ist zum Teil der Rest. Für die, daraus habe ich das, den Block genommen. Und zwar ist es doppelseitig, einmal dieses und einmal dieses. Und für vorne und hinten habe ich das Papier verwendet. Ja. Teil 2 folgt in den nächsten Tagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ja, ich mache daraus einen zweiten Teil. Also, dann bis zum zweiten Teil. Bye, bye.